In meiner Videoreihe zum Thema Backup-Software bzw. kostenlose Backup-Software habe ich bisher immer die Möglichkeit genutzt, lokal Backups zu machen auf einer USB-Platte oder einem USB-Stick. Ich bin jetzt in einem Forum zu Recht darauf hingewiesen worden, dass das natürlich eine altbackene Methode ist, überhaupt Backups zu machen. Man sollte ja Backups örtlich getrennt haben und das geht am einfachsten in der ominösen Cloud. Man muss halt hier beachten, dass man seine Daten ja einem anderen Anbieter auf die Festplatte legt und die sollten deshalb auf jeden Fall verschlüsselt sein. Nichtsdestotrotz, ich habe hier mal einen sehr günstigen Cloud-Anbieter rausgesucht, der ist mit 25 GB kostenlos, also wer nur 25 GB Dateien zu sichern hat, der kann das hier sogar kostenlos machen. 100 GB kosten 1 Euro im Monat oder sogar noch weniger, wenn man sich für ein Jahr entscheidet und 10 TB kosten 5 Euro im Monat. Das sollte wahrscheinlich für die meisten ausreichen. So, von daher habe ich jetzt mal diesen Anbieter für die Demonstration ausgesucht, habe mir den kostenlosen Account gemacht und würde jetzt einfach mal eine Sicherung anlegen. Was muss ich dazu tun? Ich öffne wieder Duplicati, kennt ihr schon aus dem letzten Video. Kann man einfach installieren auf Windows und dann im Browser starten. Dann gehe ich hier auf Sicherung hinzufügen, sage hier neues Backup konfigurieren. Den Namen nenne ich jetzt mal UsefulBit, UBC. Die Verschlüsselung ist sehr wichtig, wie gesagt. Und jetzt muss ich das Ziel auswählen. Das ist, wird nämlich unterstützt hier von Duplicati. Hier werde ich dann HubiC. Hier muss ich einen Zielpfad angeben. Ich würde natürlich das nicht im Root-Verzeichnis liegen haben, sondern gebe jetzt einfach Duplicati als Unterordner an. Den legt er dann auch automatisch an. Hier muss ich mich jetzt authentifizieren mit Benutzernamen und Passwort und dann wird so eine ID hier eingefügt. Dazu klicke ich hier vorne auf Auth-ID oder Authentication-ID wahrscheinlich. Und muss mich dann einmal einloggen bei meinem HubiC-Account. Das kann ich einfach tun mit E-Mail-Adresse und Passwort, das ich beim Registrieren festgelegt habe. Dann bekommt man einen Key, aber der wird auch automatisch, wenn es richtig läuft, in die Benutzeroberfläche eingefügt bei Duplicati. Has been fetched, you can close this window. Das heißt, der Key wird jetzt hier direkt eingefügt. Ich kann jetzt mal die Verbindung prüfen. Jetzt weist er mich darauf hin, dass diese Pfadangaben in einem bestimmten Format angegeben werden müssen. Das kann er aber automatisch tun, deshalb sage ich hier einfach ja. Und er legt mir dann diesen Ordner Duplicati an. Verbindung erfolgreich. Und jetzt kann ich hier einfach auf Weiter. Und jetzt kann ich meine lokalen Ordner auswählen, die ich sichern möchte. Und in My Documents habe ich hier wichtige Dateien liegen. Gehe nochmal auf Weiter. Ja, und da ich jetzt quasi die Sicherung immer machen kann, sobald ich Internet habe, würde ich echt sagen, da würde ich mal so eine halbe Stunde oder sowas eine Sicherung machen. Das ist ja fast schon wie Synchronisation und kann hier auch das erste Mal einstellen. Ja, da mache ich hier mal zum Beispiel 20 Uhr oder sowas. Tag kann ich einstellen. Keep all Backups. Naja, bei 10 Terabyte kann man das auf jeden Fall machen. Man kann aber auch hier andere Versionierungsoptionen auswählen. Da gibt es sowas wie Smart Backup Retention, das wird wohl für die meisten reichen. Ich nehme jetzt mal hier Keep All Backups. Die Dateigröße für den Upload, das würde ich auch so lassen. Das ist vor allem dann interessant, wenn man große Dateien hochlädt. Da kann es natürlich sein, dass mal ein Abbruch kommt und ein Teil dann quasi verloren geht und nochmal hochgeladen werden muss. Und dieser eine Teil ist dann eben nur 50 MB groß. Es wäre halt schlecht, wenn der irgendwie 5 GB groß wäre und das bei 4,9 GB abbricht und dann müsste man das quasi nochmal komplett von vorne anfangen. So zerlegt er das in kleinere Teile und macht den Upload etwas komfortabler. Von daher speichere ich das jetzt, bestätige ich nochmal mein schlechtes Passwort und gehe hier auf Jetzt sichern. Was dann passiert, wenn die Sicherung abgeschlossen ist, es wird hier wie angegeben der Ordner Duplicati angelegt und hier sind dann meine verschlüsselten Dateien reingeladen. Es wird hier AES-Skript verwendet und ZIP, also das kann man auch quasi, wenn Duplicati tot umfällt, wieder restoren. Und ja, auch der Restore funktioniert, wie es halt bekannt ist bei Duplicati.